Hallo und herzlich willkommen zurück zum letzten Rennen dieser wunderbaren Koop F1-Saison mit Tobi und James. Hi. Hallo. So. Hey, ich wurde mal zuerst genannt. Ja, ich dachte, ich bringe mal ein bisschen Abwechslung rein. Sonst hast du immer gesagt, mit James und Tobi. Und James hat immer gesagt, mit Matthias und Tobi. Krellas. So, einmal raus hier. Habt ihr Benzin eingefüllt? Ja. Mach ich immer. Das ist schon am Ende des Trainings immer schon. Könnte jetzt maximal sein, dass ich 5,3 Runden statt 5,0 Runden mit habe, aber das. Du hast ja viel mehr dabei als ich. Ich habe 4,7 mit. Marginal. Ja, 5,3. 4,7 hat sich bewährt. Dabei. Ach, Tobi, du bist vor mir, ne? Ja, und? Ich muss hier trotzdem erstmal um die Kurve kommen. Eine tolle Boxenauswahl, also. Ich finde die Boxenauswahl gar nicht schlimm. Die Idee einfach bescheuert. Schlimmer. Ja, aber ich finde die Idee bescheuert. Ja, die Idee gar nicht mehr so. Find die interessant. Ist mal was anderes. Aber Matthias, ist auch okay, wenn ich am Ende vom Qualifying vor dir bin, also von daher. Ja, wenn du so fährst wie gerade im Training, bist du doch. Ja, wahrscheinlich. Willst du nach vorne Abstand aufbauen oder willst du mich vorbeilassen? Ja, dann fahr vorbei. Ich bleib rechts, ja. Ja. Danke sehr. Wieder. Ich fahr ja hier immer mager die Outlap, also von daher. Ja, ich auch gerade. Achso. Mach ich auch. Ich dachte, du fährst die immer Max. Meine Flügel sind nur einfach sauniedrig eingestellt. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich könnte erklären, warum du schneller bist als ich. Ja, ne? Voll Risiko. So. Könnte sich allerdings im Rennen auch rächen. Kann sich rächen. Kann auch gut gehen. Ich dachte nicht, dass mir das mal mitzunehmen. Eines Tages wirst du dich rächen, ja. Ja. Die Herzen aller Mädchen brechen. Ja. James? Ja. Du stehst auch in der Zeitung. Lass dich nicht vorbei, jetzt kannst du klicken. Das ist in Ordnung. Ich wollte nicht fragen. Da stehst du auch in der Zeitung, wenn du das getan hast. Garantiert. Ist aber zu spät dann, also von daher. Nicht wundern, Tobi, ich muss nur ein bisschen Platz nach vorne. Ja, wenn du jetzt schnell fährst, dann sollten wir uns nicht in die Quere kommen. Ich bin ja keine 3 Sekunden schneller als hier. Im Idealfall nicht. Wenn doch, dann hätte ich gerne schon Q3. Einfach nur dreimal die gleiche Runde fahren. Das war nicht so schwierig. Da kann man gut hüpfen, ne? Mhm. Den Curves. Ich auch schon gemerkt, vorhin, als ich mich verbremst habe. Man kann auch gut fliegen, wenn man das falsch macht. Ja, kann man. Alonso hat's vorgemacht. Den meinte ich auch. Dachte mir sowas in der Art. Hier bei der Geraden finde ich komisch, dass die so ganz leicht nach links geht. Ja, so einen kleinen Knick unten drin, das ist nicht so. Meine regnet sich nicht, aber ich kann nachgeguckt. Jetzt gerade hast du es nachgeguckt, auf der Geraden oder was? Nee, vorher. Ich fand schon nachgeguckt, dass kein Regen ist. Wäre auch komisch hier. Ja, das ist schon gegeben. Kann ja ruhig regnen hier, aber muss ja nicht dann sein, wenn hier die Formel 1 ist. Denn hier, es besteht kein Grund, jetzt im letzten Rennen Stress zu machen. Warum denn nicht? Komische Strecke, nach wie vor. Mag die nicht. Okay. Jo. Hey James. So ein Hauch. Ein Müh. Ach ja. Finde ich nicht okay, sind 2 Sekunden. Ja, bin ich auch nicht, ja, aber Matthias war 0,019 Sekunden schneller als ich. Ja, ich hab's gesehen. Drauf ein. Ich find's nur lustig. Bist du in meinen Windschatten gefahren, ne? Mhm. Ich hab dich bis zu dem Moment, wo ich aufgegeben hab, nicht gesehen, weil dann bin ich quasi auf dein Auto draufgelaufen.
hätte jetzt damit gerechnet, dass du meinen Windschatten genutzt hast. Nee. Ich hab da noch ein bisschen Abstand vor dir gelassen, weil ich bin ja extra noch langsamer geworden. Weil ich nämlich nicht auf dich auflaufen wollte. Dann hast du an irgendeiner Stelle wahrscheinlich einen Hauch früher Gas gegeben als ich. Das kann gut sein. Ich hab auf jeden Fall nicht abgekürzt. Na, immerhin. Ach so, wo Tobi jetzt gerade noch fährt, Moment. Geh mal in mein Thumbnail machen. Zum Gmail. Wo ist mein Teamkollege? Der eiert da irgendwo rum. Ja, das habe ich mir für nächste Saison vorgenommen. Auch wirklich echte Bilder aus dem Rennen zu nehmen. Weiß ich nur nicht. Ich bin mit meinem Thumbnail einfach zufrieden. Ja, ich möchte halt immer was aus dem Rennen haben, wenn ich mir schon die Mühe mit den Flaggen mache jedes Mal. Ja, klar. Ja, so, damit bin ich zufrieden. Also 2 Sekunden, kann ich aufhören? Ja, kannst du. Okay. Da wirst du den Wagen in die Wand, da brauchst du nicht mehr fahren. Was, ich hatte schon Escape gedrückt. Oder Start. Da war der Dien jetzt die halbe Sekunde her. Was, ich hab 2,5 gefunden. Tobi, drück mal weiter. Ja. Tobi! Ich hab gedacht, eine Tiefe 1,41 reicht nicht. Und dann hab ich nochmal Gas gegeben. Tobi, drück mal weiter, sonst esse ich Knäckebrot. Das, ich bin doch schon. Warten auf Spieler The Flying Dortmunder. Matthias, lad mal schneller. Kann gar nicht sein, ich bin doch schon da. War jetzt irgendwas, oder? Übelste Gerüchte. So, ich möchte auf Ultrasoft starten. Echt? Ja, mach die wirklich. Weil die Supersoft waren zwar ganz angenehm, aber so gut, dass ich die fahren möchte, sind sie dann noch nicht. Haha, James, hallo. Hi. Ach, das war Nico, alles klar. Ja, du bist aber in dem Moment auch an meiner Box vorbeigefahren. Ja, richtig. Deswegen dachte ich, ich wink mal, Freunde. Aber was war denn jetzt euer Problem? Was ist das Problem? Meine Zeit. Meine Zeit. War doch nicht gut. Nein, 1,41,8. Das ist 1,40,8, ja. War ja nicht gut. Kann mal einer bitte die theoretische Bestzeit googeln? Das würde mich auch mal interessieren. Warte, wir können das jetzt auf eine vernünftige Art machen, oder? Okay, jetzt ist es nicht richtig auf die Art. Ist okay. Schon mal ein bisschen das überholen. So, tja, ich bin letzter. Na, dann kann ich ja mal ein bisschen hier langsamer fahren. Muss ich nicht so rasen. Wir haben die Reifen schon mal richtig auf. Aber ich mach ja gerade. Oh, ich baue erst ein bisschen Abstand auf und dann mache ich das. Ich habe ja so gedacht, ich fahre mal die Outlap wieder schön auf Fett, also auf Max. Bin jetzt, glaube ich, gerade auch auf Max gefahren. Ein bisschen Druck aufgebaut wird hier. So was mache ich. Reifen schön warm sind. Ja, umgekehrt hasse ich es aber auch wirklich, auf so eine Runde zu schleichen. Das ist irgendwie ganz unangenehm. Nö, das kann ich ganz gut. Ja, weiß ich. Problem ist, mittlerweile kannst du sie auch pacen. Ja. Kein Problem, es ist so schön, dass Tobi mal gut fährt. Ja, zweifelsohne für Tobi. Also wenn ich mir überlege, wie er am Anfang gefahren ist, dann habe ich schon Mitleid. Na, Mitleid wollte ich auch nicht, aber... Na gut, Mitgefühl. Ja, das schon. Ich hab mit ihm gelitten. Ist ja wieder Mitleid. Ah, ne, ist okay. Warum vibriert jetzt das Handy Sturm? Was soll das? Ruft dich einer an? Ja. Dann wird's ja noch dazu lustig blinken. Achso. Dann würde ich gleich zurückrufen. Schöne konform Art. Ne, warte mal, das ist kein Sinn.
schön alles frei. Bei mir auch. Aber Ocon ist gerade eher ein Vorteil, weil er mir Windschatten gibt. Naja, so schlecht nicht sein. Gut, rein. Da komme ich mit klar. Da waren zwei, drei Fehler in der Runde. Ah, hi. Hallo? So, Tobi, reicht jetzt aber hier 1:41,6. Also, ich bin, kannst du mit zufrieden sein. Ich bin auch nicht wirklich. Ich will heute auch aufhören. Alles gut. Hätte er noch eine zweite hinterhergehauen, aber. Es war knapp hinter Matthias nur und ich habe Supersoft, ja, also. Ich denke mal, das ist okay. Der Abstand für Supersoft. Am Lärm vom Himmel machen dran am sein? Ich fragte mich gerade, ob es da draußen donnert. Ja, ob der Himmel kracht noch. Warte, warte, warte. Bin ich von da? Alles gut. Also ich werde gleich mal das Fenster ein wenig beiziehen nach der Session. Mhm. Der ist aber stockduster da draußen. Komm, bring halt jetzt raus, fahr nach Wache. Mein Regen. Ah, jetzt ist der vor mir. Ach nee. Ja, Ricardo, machst du gut. Bin gut. Möchte ihn am liebsten schon in der Boxenausfahrt überholen. Nee, keinen Zwang. Nee, es geht schief. In der Hanal überholt. So. Ja, dann holt er deine hier. Macht halt wie ihr meint. Da wüsste ich auch, was ihr dann gemacht habt. Ja, aber cool, dass du einfach mittendurch bist. Da war eine Lücke. Jo, die hätte ich auch genutzt. Deiner Stelle. Hamilton wollte eigentlich nicht überholen, glaube ich. Dann hat er es doch gemacht, als du dann an ihm vorbei bist. Ja, so ein dringendes Problem. Ach, so sieht die Strecke hier aus. Die sehe ich ja fast nie, wenn ich hier so schnell lang heize. Ich habe jetzt echt Zeit, mir über die Strecke anzugucken. Ja, mach ich auch gerade. Das war eigentlich echt nicht sehenswert. Oh. Hier ist eine Box. Achso, hier ist, wenn man hier Startziel macht. Kann man auch, erscheint. Naja, ja. Gibt ja noch eine Kurzvariante von der Strecke. Ah ja. So, jetzt ärgern wir noch ein bisschen Ricardo, indem wir vor ihm herfahren. Ist okay. Finde ich auch. Ist ja sein letztes Rennen. Stimmt. Da finde ich, das kann man das machen. Stimmt.
Grosjean, Perez. Ja, die dürfen immer als Erster fahren. The new lap record. Das alleine ist ja schon viele. So. Lass es mal dabei. Tobi, 41.1, kriegst du das hin? Normal, ja, aber nicht in dieser Runde. Glaube ich nicht. Also Matthias, ich bin ja enttäuscht. Ich nicht. 41.5 nur. Oh, ich krieg doch in der Runde hin. Die war gar nicht so gut. Okay. Also, Matthias, was hältst du davon? Ich habe gehört, bei Sauber wird ein Platz frei. Ja, ich finde, den sollte Tobi nehmen. Ja, Renault macht auch ein Cockpit frei, habe ich gehört. Tobi, wie wär's? Was hältst du davon? Nicht viel. Einmaliges Angebot. Ich glaube, Mercedes ist nicht mehr interessiert. Bin ich mir nicht so sicher. Aber gut, der Ferrari-Motor, ne? 13 ist schneller, das lasse ich durchgehen. Die Runde sah so scheiße aus, dass ich mich erst frage, wie? Tobi hat aber noch nicht aufgegeben. Tja, Matthias verlängert gerade das Qualifying um etwas. Kann sich damit nicht zufrieden geben, ne? Das kann ich jetzt nicht akzeptieren. 0,002. 3. Oder 3, ja. Nee, kann ich nicht akzeptieren. Da brauchen wir erstmal neue Reifen. Siehst du, Matthias, wegen dir wird das Qualifying wieder unnötig lang. Ich würde sagen, es wird unnötig spannend. Aber ich kann es ganz entspannt betrachten. Ich hatte das zwischendurch auf der Runde und dann habe ich mich verbremst. Kann man leben. Wie gesagt, es sind 3/10, da komme ich klar. Aber da habe ich auch. Die Runde war noch scheiße, weil die ersten zwei Kurven echt gut zu waren. Tja, dann hätte also es auch sein. Aber Tobi hat also noch Chancen. Ja, ja, ich habe die auch selber noch gesehen, die Chancen. Ah ne, gib nochmal das Tablet. Hamilton wobbelt gerade bei mir in der Box rum. Das sieht süß aus. Ja, bei mir steht er in der Box. Ja, aber da wobbelt er drin rum. Ja, steht. Oder bin ich das? Ne, das könnte auch ich sein. Auf jeden Fall wobbelt da was. Bei mir wobbelt nichts. Tobi fährt wieder. Ja, die packen die Reifen aus. Ja, ich höre den Motor. Ich hab die Kamera raus, sobald Tobi rausfährt, will ich da. Ich auch. Da. Ach, ist gerade keiner draußen. Da. Nee, ich glaube nicht. Naja, die kannst du erst umstellen, wenn ich aus der Box raus bin. Die stellt die erst nach der Box um. Kannst du dir ausdenken. Diese gefakten Sounds, wenn du unter der Brücke durchfährst, die sind auch cool. Immerhin hat Sounds. Ja, aber so ganz andere. Es geht in dieser Hinsicht aber nichts über den Halleffekt in Ums. Ja, ist nicht schlecht. Vor allem in Mühlbach. Vor allem hier und da vielleicht über am Hauptbahnhof. Ja, in Mühlbach Hauptbahnhof, genau. Hab ich gerade auch dran gedacht. Ja, aber der Prinzip ist ja wirklich. Oh, früher schalte. In Chicago, in der Bushalle, da ist er. Ein Traum. Ja, ein Träumchen, ja, ja. So, Tobi. 3 Minuten hast du noch, aber kein Druck. Ja doch, Druck solltest du schon haben, Tobi. Lass nee, Tobi macht dir keinen Druck.
Lass dich nicht stressen, hast du immer noch 3 Minuten Zeit. Ganze viele 3 Minuten. Ja, dann lernen anderen Tanz drin. Also du musst doch nicht so viel Gas geben. Ne, so reicht eigentlich. Und so fährt's gerade. In Ordnung. Ich glaube, Tobi hat gerade den Motor aufgewärmt. Oder vergessen zu schalten. Oder beides. Ne, er hat eindeutig den Motor aufgewärmt. So, jetzt oder nie? Ne, wenn er die verkackt, hat er noch genug Zeit, nur Zweiter zu setzen. Wollte ihm ja keinen Druck machen. Der ihm gerade Druck gemacht. Tobi, hör mich auf dich. Lass den armen Tobi mal in Ruhe fahren. Oh, alles deine Schuld. Ja, natürlich. Nein, nächste Runde halte ich wirklich die Klappe. Ja, gut. Das ist gemein. Nächste Runde ist Tobi auch leichter. Ein bisschen Benzin verfeuert. Und der will uns jetzt nur in Sicherheit wieder. Hat jetzt eine Runde richtig scheiße. Und dann kommt er mit Karacho. Dann fährt er eine 39er. Richtig, mindestens. Was ist, der macht das wirklich. Ich brauch jetzt tatsächlich zu. Das ist das Schlimme an der Geschichte. So, ich halte dann jetzt mal die Klappe. Knapp. Nein, die 1.39er habe ich mir verspielt in irgendeiner Kurve. So reicht. Ich fand's gut, obwohl wir. Ich habe euch nicht zugehört. Aber ich fand's gut, dass ihr die ganze Zeit sagt, ah, er hat schon verkackt und nächste Runde wird's. Und ich guck nach oben, 15. besser. 1.40.006. Mhm. Offensichtlich. Puh. Ich war übrigens selbst gemutet, deswegen habe ich nicht mit euch gesprochen. Also, Tobi geht nicht zum Mercedes? Nee, also Tobi geht garantiert nicht zum Mercedes. Moment, gehen wir mal durch. China verkackt. Nee, Australien verkackt. China, Bahrain, Russland, Spanien. Ich habe bisher 3-mal Punkte geholt. Ja, aber das dominant. Nee, also Italien war jetzt nicht. Ja, okay. Das nicht, und da war ich dominant. Das ist richtig. Und Großbritannien war James. Naja, wie dem auch sei. Vorne. Wir sehen morgen, ob er das im Rennen halten kann. Ah, und davon werde ich dann abhängig machen, ob ich zu Mercedes gehe oder nicht, ja. Sag ich einfach. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.